Das müsste ich jetzt bitte noch reinholen. Na, 330. Oh, das ist doch gemein. Das sind 10 Punkte. Okay, auf das Geld verzichte ich jetzt. Ich muss einfach mal weitermachen. Das ist so ein Glücksspiel hier. Na gut, kein Glücksspiel. Nicht wirklich hier. Aber, ja, komm schon. Ja. Na, 300 Punkte, das geht gerade noch okay. 300 sind 900. Ja. Das dürfte im Endeffekt auch reichen. Ach, verdammt. Oh, verdammt. Einmal zu früh gedrückt. 80 Punkte. Um das zu überbrücken, müsste der erste nochmal richtig schlecht sein. Und so wie ich das hier kenne, werden die ja besser nach hinten. Aha. Boah, Glück gehabt. Perfekt, das ist sehr schön. Punkte, ich bin zu voll auf zufrieden. Jetzt haben wir 50 Punkte Abstand. Dürfen wir natürlich nicht versauen. Oder ich. Wir. Ich. Ist ja auch egal. Eieiei. Ach, verdammt. Oh, nein, jetzt hab ich's versaut. Oh, Gott. Und ich wollte es doch nicht versauen. Zu hoher Abschusswinkel, zu früh. Und alles ist in Eimer. Und? Ja, ich konnte noch nicht mal richtig drücken. Cool, die haben noch keine Weite und ich bin Erster, aber trotzdem auf dem 5. Platz. Was ist das denn bitte für eine Logik? Nein. Boah, wieso treffe ich immer den da oben? Verdammt. Okay, 307 Punkte. Kann man durchgehen lassen. 713 bis zum nächsten. Das lässt sich aufholen. Sehr schön. Ach, verdammt. Ich hätte ein paar mehr perfekte Sprünge brauchen können. Aber das sieht sehr schön aus. Warte mal. Oh! Der Frank Malkoff ist ja ganz schön abgestürzt. Wenn ihr ihn mal sucht, der ist 6. Platz. Der war gerade eben noch 1. Jetzt haben wir den anderen auf den Fersen. Oh, jetzt hab ich mir den Namen wieder nicht durchgelesen. Eieiei. Hauptsache spielen. Namen sind uninteressant. Das war gut. Mist. 320 Punkte. Okay, jetzt suchen. So, jetzt auf der Liste gucken. Und gewonnen mit 40 Punkten Vorsprung. Das finde ich jetzt mal schön. So. Brauche jetzt noch 8 Minuten, um die nächste Folge voll zu kriegen. Und das kommt, glaube ich, genau mit diesem Rennen, mit der Rennsession hier hin. Hoffe ich zumindest mal. Und auf geht's. Ja, komm schon. Ein bisschen Hydro zum Beschleunigen.
Ziel, um... Ach, verdammt, ich wollte nicht unbedingt die Wand fahren. Ah, oh, so. Verdammt. Okay. Das holt man locker noch auf. Und, ach Gott, wieso? Wieso? Mein Gott. Sie müssen auch diese Bürsten so schwer sein. Das ist doch unglaublich. Mensch, dürfen die gar nicht so schwer sein. Ei, jetzt hast du mich aber ganz schön verrissen hier. Naja. Solange man noch geradeaus irgendwo weiterfährt, oder in die Richtung, wo man hin will, nicht unbedingt geradeaus, aber... Das war knapp in der Rampe. So, ein Power-Treffer. Das gibt nochmal schön Geld. Wie geht's denn hier weiter? Ja klar, wieder das Ende. Ich muss mir mal fest vornehmen, immer diesen Namen zu lesen. Einfach, um das mal hier mal ein bisschen informativer zu machen. Für die, die es wirklich, wirklich interessiert, fangt nochmal an mit von vorne. Sucht euch immer die Szene aus, wo dann der das steht und drückt auf Stopp. Da bewegt sich ja nicht so viel. Also bewegt sich eigentlich nicht. Und dann dürft ihr das eigentlich sauber lesen können. Da dürft ihr sauber lesen können. Und stellt mal, wenn ich dran denke, werde ich auch den Text durchlesen, also vorlesen. Für all die Faulen, die da nicht selber lesen wollen. Oder auch für die, die es noch nicht können. Da würde ich dann aber mal empfehlen, wer noch nicht lesen kann, bitte nicht in YouTube rumhängen. Das wird irgendwie, nehme ich mal an, im Endeffekt zu gestörten Verhaltensweisen führen. Ja, da, wo wir gerade bei gestörten Verhaltensweisen von Kindern sind und ja, ich hoffe mal, dass das hier positiven Anklang findet, dass ich nicht hier rumfluche wie sonst was und die ganze Zeit Schimpfwörter benutze und wer ist denn der Schrott, dann muss ich vielleicht mal gucken. Und die Namen vorweg. Die muss ich mir jetzt merken. Also ich hoffe, das wird mir jetzt hier ein bisschen positiv bemerkt, dass ich hier nicht rumfluche. Ja. Da könnte man ja dann jetzt auch mal raten, aus was ich für eine Nationalität bin. Ursprünglich, wie meine Vorfahren sind, also wie viel von welcher Nation in mir steckt, könntet ihr ja mal raten, wenn ich dann irgendwann mal Videos habe, kann ich das ja auch mal fragen. Ich glaube, ich muss mir das mal aufschreiben. Am besten ein eigenes Heft oder Büchlein oder sonst was hinstellen, machen, um genau das aufzuschreiben, genau diese Ideen. Das wäre mal was. Ja. Jack Benton. Ich habe ja immer noch die Vermutung, dass das gewonnene Geld wirklich von den NPCs dann zum Aufrüsten der Waren genommen wird, weil mit jedem Rennen, also zumindest habe ich das Gefühl, dass die mit jedem Rennen besser werden von der Leistung. Dass die dann schneller sein und sowas. Könnte ich mir auch gut vorstellen. Nur die Frage ist dann, wie würde man das programmieren, wenn man Rennen mehrmals fährt? Dann müssten die ja irgendwann so viel Geld haben, dass sie sich, wenn die einen neuen Wagen holen, einfach die ganze Kohle da reinstecken können und der ist dann voll aufgetunt und dann gewinnen die alles. So ungefähr wie ich zwar jetzt, aber.